Spannende Sache. Sag mal, die Christina ist heute das dritte Mal da, gell? Genau. Genau, das dritte Mal schon. Wir haben jedes Mal Spiralwelle gemacht. Jedes Mal, gell? Jedes Mal Spiralwelle. Und man sieht eben hier, guck, das ist nachgewachsen. Und hier ist quasi die Locke, was sie heute möchte. Sie möchte hinten von der Länge nichts verlieren. Sie will aber hier oben drauf einen echten 80er. Das heißt, das wird für mich richtig schwierig zu wickeln, weil die dürfen hier vorne dann nur diese Länge haben. Das heißt, wir müssen diesen Winkel raufstufen, ohne dass sie unten dünn werden. Und dann habe ich den Spaß, dass ich dann diese kurzen hier eben in dieser Spiraltechnik eindrehen muss. Ja, aber nur harte Siege sind echte Siege. Deswegen viel Spaß mit diesem Video. Los geht's. So Leute, nochmal eine Szene hier, die ich euch unbedingt zeigen muss. Das habe ich jetzt gerade hier oben ganz extrem gestuft. Und diese Dauerwelle ist vor einem halben Jahr gemacht worden. Guckt euch das an. Halbes Jahr alt, das ist der Übergang. Seht ihr? Und dadurch, dass ich das jetzt hier oben sehr stark gestuft habe, wir drehen jetzt heute eine neue Dauerwelle rein. Und dieser Teil hier oben, der soll richtig hoch werden. Das soll im Prinzip so ein echter 80er werden. Halbes Jahr alte Dauerwelle. Interessant, oder? So Freunde, was soll ich euch sagen? Also, wir haben gesagt, wir stufen das hier oben, wir machen einen hohen Oberkopf. Schöne Grüße an die 80er, genau so ist es. Es könnte noch etwas größer sein, aber wir trockeln jetzt den Rest nicht mehr weiter, weil sonst die Locken so ein bisschen auseinandergehen. Das heißt, wenn sie es zu Hause selber trocknet, wird es noch ein bisschen größer. Okay, bist du soweit? Spiegel. Mit dem Spiegel, dann drehen wir dich. Gehst du mit dem Handy mal so rum, genau. Und so. Genau. Was sagst du, Christina? It's very unusual. It's unusual, ja. Ja. Super. Ist gut? Ja, ich bin zufrieden. Das ist schön. Genau. Guck, und das ist wirklich hier, du siehst, das ist das, was eben so spannend war, diesen Übergang hinzubekommen von hier nach da. Eben noch in Kasachstan und jetzt schon bei uns beim Friseur. Genau. Wir haben von der Länge nichts weggenommen, ne? Das haben wir so gemacht, nur die letzte Stufung. Und jetzt richtig viel kleine Locken. Gut? Ja, alles gut. Im ersten Moment hast du jetzt gedacht, so, oh mein Gott. Ja? Aber ist gut, ne? Super. Ja, alles gut. Dreh ich dich wieder nach da, dann kannst du selber noch mal gucken. Bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video Spaß gemacht hat, gern liken und kommentieren. Und klickt noch auf die weiteren, das sind Hunderte. Bis dahin, ciao, ciao.